Was geht ab, Leute? Zero hier am Start mit einem neuen Part zu Assassin's Creed Nexus. Heute geht's. So, mal gucken, was da passiert. Aber wahrscheinlich eh nix. Oder vielleicht warten ein paar Wachen da. Wer weiß. Oh. Da passiert doch was. Ui, ui, ui. Komm her. Ja, komm her. Ich mach dich alle. Alter! Er hat einiges drauf! Na? Wartet mal kurz. Hier, ich konnte ja auf jeden Fall machen und zack! Und zack! Gehört mir! Yo! Nice! Aber er ist noch nicht down! Jetzt ist er down! Ging gerade nochmal gut. Ja, die einen, die sind ganz schön hart im Nehmen. Aber ich hätte ja auch den Bogen benutzen können, aber das ist irgendwie. Ich weiß nicht, Alter, das ist direkt One-Hit. Das ist irgendwie ziemlich. Low. Keine Ahnung. Aber hier können wir ja den Bogen benutzen. Ja, das war die versteckte Klinge. Ja, siehst du? Ist direkt One-Hit. Also keine Ahnung. Man kann hier aber. Alter. Boah, der ging direkt durchs Helm. Zwischen Helm. Da scheint noch eine Wache zu sein. Sag mal, hören die einen eigentlich? Okay, warte mal kurz. Jetzt will ich mal testen, ob das geht. Was soll der Kram? Ach, schade. Ja, komm schon! Gott, halt dich! So. Ja, der war geil. Der war. Genau so muss es eigentlich auch sein. Was noch eine Wache? Den schalten wir eben nochmal mit dem Bogen aus. Ich will aber den hier tragen, genau. Nice. Das ist mein Pfeil. Ich bin wieder her. Ja, ist schon nice. Noch eine Wache hier irgendwo? Da würde ich gerne nach oben. Boah. Aber wie kommt man da nach oben? Vielleicht einfach von hier aus? Sieht ziemlich. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber man kann es ja mal probieren. Also hier komme ich noch nach oben, aber. So weit kann ich doch nicht. Oh, doch. Kann ich. Da geht's doch. Ach, nee. Also. Ja. Wird immer höher, kann das sein? Ich könnte mich aber daran hangeln. Das sieht sehr danach aus, dass das eher klappen könnte. Weil vielleicht könnte ich auch. Ach, hier ist noch ein Stein. Den kann ich doch benutzen. Uiuiui. Ach, nee. Jetzt. Ja. Und jetzt so und so. Ja, das klappt doch. Hätte ich nicht gedacht, dass es von hier aus klappt. Und dann auch noch recht schnell. Dieser. Ah, dunkel, ich sehe nichts. So. Na, ging doch. Geil. Ein bisschen anstrengend gewesen, aber ja. Kein Dietrich, nichts drin. Aber ich höre schon was. Hä? Macht die jetzt den Ätzchen und liest nicht mehr irgendwas? Oder? Na toll. Ah. Und ich frage mich halt immer noch, ob das in irgendeiner Weise verpackt ist oder ob das so sein soll. Na gut. Der nimmt nicht. Mehr ist ja dann aber auch nicht, ne? Gut. Kann man von hier aus denn den Todessprung machen? Ja. Nice. Und da runter. Das ist halt immer noch brutal geil. Ich hoffe, wir kommen noch zu so einer Szene, wenn wir von da nach unten springen und dann irgendwo hier in der Nähe ist direkt eine Wache und dann pfeifen und dann reinziehen.
wie man es halt auch kennt aus den ganzen Games. So, das ist... Oh. Wait. Ja, perfekt. Ach, schade, dass das nicht drin bleibt. Manchmal bleibt es drin stecken, aber manchmal auch wieder nicht. Ah. Na gut. Aber er ist down von dem her. Alles gut. Kann man eigentlich auch einen Todessprung da reinmachen? Nee, ne? Da habe ich das schon gemacht im letzten Part. Ich weiß es nicht. Das muss doch nicht sein. Kann ich den von da aus treffen? Boah, Meisterschütze. Ich bin einfach Legolas. Geht das? Kann man da... Nee, nee. Kommt auch kein Hinweis. Aber ich kann ja einfach mal so springen. Na gut. Ich dachte, die springt weiter, dass ich wenigstens hier nach oben jumpe. Aber na gut. Ich muss da lang. Dann würde ich sagen... Was geht mit denen? Die sind ganz schön in Aufruhr. Nee, ich lasse die mal lieber in Ruhe. Besonders der Kerl. Der ist ziemlich krass drauf. Oh, scheiße. Warte, gehen die ein Glück weiter. Schieß ich mir nach oben. Da oben, Alter. Jetzt, aber. Ja, na, Mann, was ist denn das? Komm mal. Hier klappt das noch und dann hier wird es ein bisschen tricky. Jawohl. Ich würde ja gerne, das ist echt ne. Warte mal, wir machen es aber etwas cooler. Was soll der Kram? Ja gut, wir nehmen so halt, wahrscheinlich. Hab dich! Du bist schon so gut wie tot! Nee, 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 komm. Oh, oh, oh. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ausweichen, ausweichen. Vor Pfeil und Bogen. Das ist ein Scheiße. Vertreibt euch und tritt jeden Stein um. Sieht der mich noch? Ich muss mal Leben regenerieren, ey. Will ich mir aber nicht nehmen lassen, ey. Jawohl. Ich hab nichts gefunden. Ja, ist auch besser so. Nein. Ja. Mhm. Da ist ein ganzer Trupp. Hier ist nichts. Wenn wir die in Ruhe lassen, ha, ist schon eine geile Versuchung. Keine Spur. Einfach ein bisschen rumzumetzeln. Abgehängt. Nee, nee. Jawohl, genau der Richtige. Hey, na? Was geht hier vor? Hallo? Ein Schwert? Ich hab hier, wie kommen denn hier? Warten Sie mal. Falsche Hand. Okay, dann komm her. Komm her, komm her. Zack! Zack! Ah, das mit dem Varianten macht nicht so richtig. Oh! Ha! Ja? Ach, scheiße! Komm! Jawohl! Zack! Und zack! Und zack! Und zack! Ja, den nehme ich. Ja, er gehört mir. Doch. Ja. Hab noch so. Würde ich mal sagen. Jetzt aber zum Ziel endlich mal. Ja, genau. Ja, okay, da kommen wir nicht nach oben, aber von hier aus. Und hier rein, würde ich sagen. Sehr schön. Gut. Hey, Keule. Ich komme mit Geschenken. Cassandra, du bist zurück.
Ist das... Du hast den Bogen? Lass mal sehen. Hey, ja, alles klar bei dir. Der Bogen, ja. Hier. Komm schon, gib ihn mir. Der ist echt. Mhm. Was diese Waffe alles gesehen hat. Aber er ist nicht für gewöhnliche Menschen. Er gehörte Odysseus, einem Helden. Er ist nicht mehr unter uns. Aber du schon. Ja. Es ist mir eine Ehre. Ich werde ihn sinnvoll einsetzen. Du hast mein Wort. Also was jetzt? Es scheint, der Krieg ist bald vorbei. Für einen Söldling gibt es immer irgendwo etwas zu tun. Vielleicht kehre ich zurück nach Athen, sobald Sparta dort herrscht. Dann ist das wohl unser Abschied. Nur bis zum nächsten Mal. Chere, Odessa. Spielen wir jetzt einen anderen Assassin vielleicht? Das wäre geil. Direkt wieder zurück zu Ezio, bitte. Aber ich schätze, bevor wir Ezio spielen, spielen wir wahrscheinlich den Assassin aus Assassin's Creed 3. Der ja Connor hieß, ja. Er hieß nämlich Connor, nicht der von Assassin's Creed 4. Der von Assassin's Creed 4, keine Ahnung, wie der hieß. Keine Ahnung. Das stimmt. Oder? Sie haben es. Ein weiteres Puzzlestück. Ich dachte, diese Dinger wären älter als die Geschichtsschreibung. Sind sie auch. Aber die Fragmente wurden anscheinend später durch Menschenhand in Objekte integriert, als eine Art Schmuck. Jedenfalls sind wir auf den Code aus, nicht die Objekte selbst. Dieses Nexus-Auge, funktioniert es schon? Fast gar nicht. Haben Sie je etwas von Grund auf gebaut? Ich bin Hacker, kein Ingenieur. Ja, das dauert noch. Der Code, den Sie fanden, ist, was wir brauchen, aber uns fehlen die anderen Fragmente für die Codebasis. Und sobald wir die haben, fangen wir mit der Anpassung an den Animus an und machen meine Vision zur Realität. Apropos Fragmente, Sie haben zu tun. Bin unterwegs. Wohin diesmal? Wieder mal ein Zeitsprung. Connor Kenway, ein echter Dorn im Auge der Briten im Revolutionskrieg. Er verteidigte George Washington, tötete einige der größten Feinde der Patrioten. Und half dabei, die Geburt der Vereinigten Staaten einzuläuten. So heißt es jedenfalls. Klingt nach einem Helden. Für manche. Ich hoffe, Sie kennen sich mit dem Tomahawk aus. Oh ja. Das werden Sie gleich sehen. Ich weiß gar nicht mehr. Also, ich habe das Spiel ja auch Let's Play Assassin's Creed 3. War Erinnerung daran? Puh. Nicht so wirklich, ehrlich gesagt. So ein Boston so ein bisschen, aber... Ja. Keine Ahnung. Also das mit Ezio schon eher, aber mit Connor? Mach hin. Und ich schätze mal, sobald wir das denn mit den Assassinen durch haben, also mit Connor, gehen wir dann wieder zurück zu Ezio. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, danach ist nicht das Spiel vorbei. Und die 15 Minuten sind jetzt schon um, aber wir machen noch ein bisschen, obwohl. Nee, wir schauen uns erstmal gleich hier an. Erstmal hier, was mit Connor so geht. Wie es aussieht, Anfang. Und dann, wenn wir dann den Part, wenn es dann endlich mal bitte losgeht. Also hängen geblieben irgendwie ist hier auf jeden Fall nichts, weil hier ist ja noch Bewegung. Also eigentlich. Bitte? Hallo? Geht ganz schön lange. Also die Umgebung ist hier noch in Bewegung, aber diese Würfel, diese drei Würfel, die.
Geht ganz schön lange. Unruhigt mich ein bisschen. Ein bisschen. Das ist die Frage. Neu starten? Oder warten? Oder weißt du was? Ich werde einfach ab hier in diesen Part beenden. Gibt halt die Schuld dem Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed Nexus VR wieder, wenn wir mit Connor umherstreifen, meucheln und dies und das. Haut rein, Leute!